Jetzt neu im Zentrum von Vilma, die Kieferorthopädie in der Zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis Reichwein. Die Korrektur von Zahn- und Kieferfehlstellungen und die Therapie von schmerzhaften Kiefergelenkserkrankungen sind ein eigenständiges Fachgebiet in der Zahnmedizin, losgelöst von den normalen zahnärztlichen Routinekontrollen und Kariesprophylaxemaßnahmen. So dass hier dann Ihr Hauszahnarzt weiterhin die Kariesprophylaxe übernimmt, während wir uns dann in der Kieferorthopädie Vilma hier auf die reine Zahnbewegung konzentrieren. Die Kieferorthopädie Vilma ist eine Fachpraxis für den gesamten Kreis Limburg-Weilburg. Von den losen bis zu den festen Zahnspangen, von den herkömmlichen Brackets bis hin zu unauffälligen Keramik-Ästhetik-Brackets und den komplett unsichtbaren Zahnspangen. Die Kieferorthopädie Vilma bietet das umfangreiche Spektrum moderner Kieferorthopädie für jedes Alter. Man kümmert sich um die schiefen Zähne der Patienten und sorgt für ein hübsches, harmonisches Lächeln. Die Kieferorthopädie Vilma in der Peter-Paul-Straße 19, zwischen Rathaus und Kirche. Wir freuen uns auf Sie. Der Kreis Limburg-Weilburg ist einer von 24 LIDA-Regionen in Hessen. Diesen LIDA-Regionen werden in einem europäischen Förderprogramm speziell für Projekte im ländlichen Raum in der aktuellen Förderperiode Fördermittel in Höhe von über 2 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Besteuert wird die Umsetzung dieses regionalen Entwicklungskonzepts von dem eigens hierfür ins Leben gerufenen Verein Regionalentwicklung Limburg-Weilburg. Ja, hinter LIDA steckt die europäische Regionalförderung. Man könnte weitestgehend sagen, ländlicher Raum, den Chancenausgleich europaweit. Denn wir haben natürlich Richtung Westerwald und auch hier im ehemaligen Oberlahnkreis schon noch Defizite, wo es sich lohnt, hier Investitionen zu tätigen. Wenn wir hier zum Beispiel den Tourismus sehen, gerade an der Lahn, ist ja eine der großen Qualitäten, die unsere Region bietet. Freizeit, Aufenthaltsqualität. Und das muss natürlich stärker hervorgehoben werden und vermarktet werden und die Angebote geschaffen werden letztendlich auch. Und dazu ist das ein schöner Beitrag mit. Wir haben ja insgesamt runde 2,5 Millionen zur Verfügung für einen Zeitraum von 6 Jahren. Wir haben jetzt Förderungen von heute Morgen, haben wir es erlebt, rund 200.000 Bad Camberg, jetzt hier mit 70.000. Wir haben auch Förderungen, die um die 10.000 liegen. Also da die meisten Projekte bewegen sich so für 30.000, 40.000 an Förderzuschuss. Regierungspräsident Dr. Christoph Ulrich machte noch einmal deutlich, dass es sich bei dem LIDA-Projekt um Fördermaßnahmen der Europäischen Union handelt. Wir profitieren von Europa. Europa hat oftmals den Ruf, fern von den Bürgern, fern von Deutschland zu sein. Und deshalb ist es mir wichtig, zu zeigen, wie Europa hier sich konkret auswirkt. Denn Europa findet auch bei uns statt. Europa ist nicht nur etwas Abstraktes, sondern Europa hat direkte Auswirkungen hier in unserer Gegend. Und auch dieses Projekt, auf dem wir jetzt gerade stehen, ist mit erheblichen europäischen Mitteln gefördert worden. Dr. Ulrich verschafft sich zurzeit einen Eindruck über die Entwicklungskonzepte seiner Region. Dank des europäischen LIDA-Projekts konnte in Bad Camberg endlich der Bau der Kurparkbrücke verwirklicht werden, die schon sehr lange auf der Bad Camberger Wunschliste stand. Es ist natürlich zum einen, wir sind Kurstadt, damit gehört Barrierefreiheit für uns auch zu den Themen, die wir verfolgen. Und es ist natürlich auch ich habe es vorhin schon eingangs gesagt, seit 100 Jahren bestehender Wunsch, dass wir das Kurgebiet mit dem Altstadtbereich besser verbinden. Die 35 Meter lange Brücke überspannt in 12 Meter Höhe den Kurparkgraben und sorgt nun endlich für eine barrierefreie Verbindung des Kurviertels mit der Innenstadt. Eine wesentliche Verbesserung der fußläufigen Mobilität für Kurgäste und die Bewohner Bad Cambergs. Damit haben wir jetzt einen Riesengewinn für unsere Stadt. Und ich denke, das ist eine Sache, da hat die Bevölkerung lang genug drauf gewartet. Und es haben natürlich auch unsere Kurgäste sehr lange drauf gewartet. In Odersbach bei Weilburg präsentierte Martin Kramer stolz die neuen Errungenschaften, die dank der Fördergelder aus der Europäischen Union möglich waren.
In 2017 haben wir campingnahe Mietobjekte angeschafft, und zwar Campingfässer und Campinglodges. Und diese wurden über Liedermittel gefördert. Gerade der Kur- und Verkehrsverein Odersbach, der ehrenamtliche Betreiber des Campingplatzes ist, unterstreicht noch einmal die Wichtigkeit der Förderung regionaler Projekte im ländlichen Raum. 1953 haben sich Odersbacher Bürger der damals noch freien oder eigenständigen Gemeinde Odersbach überlegt, wie können wir Odersbach zukunftssicher aufstellen. Odersbach hat gelebt von Landwirtschaft und Bergbau. Und das war dann schon klar, das wird nicht die Zukunft sein. Und da ist entschieden worden, okay, wir machen das mit Fremdenverkehr, um die heimische Wirtschaft zu stärken. Und aus diesem Grund, wir sehen noch eine Bäckerei in Odersbach, wir haben noch eine Metzgerei. Andernfalls würde das für einen Ort in dieser Größe, weniger 1000 Einwohner, sehr unwahrscheinlich sein. Ein Alleinstellungsmerkmal, man kann sagen, in Deutschland ist bei diesem Campingplatz, es ist kein inhabergeführter Campingplatz und auch kein Campingplatz, der von einer Kommune geführt wird. Dieser Campingplatz wird von einem Verein geführt, dem Kur- und Verkehrsverein Odersbach, und betreibt diesen Campingplatz im Ehrenamt. Und nicht nur Odersbach selbst profitiert von dem vom Deutschen Tourismusverband mit 4 Sternen klassifizierten Campingplatz. Wir haben ja schon Erhebungen gemacht, also der Campingplatz generiert eine Kaufkraft von über 1,5 Millionen Euro für die Stadt Waldburg. Also ich meine, das ist ja auch schon. Ich denke, man muss das im Zusammenspiel sehen, will die städtische Perspektive gar nicht groß aufmachen, weil das läuft hier miteinander zweifelsohne sehr, sehr große Bedeutung. Nicht nur für Waldburg, sondern ich denke für ganz Mittelhessen hier entlang der Lahn. Wenn man das jetzt mal, ich bin auch Vorstandsmitglied im Landtourismusverband, wir sagen immer von der Quelle bis zur Mündung den Lahntourismus zu sehen. Gerade in diesem Kontext ist das eine ganz wichtige überregionale Bedeutung auf dem Campingplatz. Und deswegen ist es gut, dass es die Konstellation so gibt. Wenn man das als Kommune alleine machen möchte, hat man andere Herausforderungen, das haben ja die Limburger auch mal kurz andiskutiert. Wenn man es inhabergeführt alleine macht, kann das klappen, muss aber nicht klappen. Auch das ist ja die Debatte in Limburg gewesen, ein Stück weit. Und insofern, das merkt man hier in der Vereinsarbeit ganz deutlich, dass das eine sehr, sehr hohe Identifikation nicht nur mit dem Platz und der Aufgabe ist, sondern, wie der Krammer eben auch sagte, für den Ort und für die Region heraus. Das ist nun aber noch einmal zurück zu dem eigentlichen LEADER-Programm. Wer kann eigentlich diese europäischen Fördermittel in Anspruch nehmen? Nun, die Förderung können Vereine, sogar Unternehmen auch in Anspruch nehmen, wenn sie neue Arbeitsplätze mitschaffen, und natürlich die Kommunen. Auch profitieren können im Grunde alle. Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, kann sich an Lars Wittmark von der Regionalentwicklung Limburg-Weilburg wenden. Es gibt allerdings auch noch weitere europäische Förderprogramme. Also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, über europäische Gelder auch hier diese Region zu stärken. Ob es Unternehmen sind, ob es kommunale Einrichtungen sind, ob es Schulen sind. Wir als Regionspräsidium haben ein eigenes europäisches Informationszentrum, das EDIC in Gießen, wo wir dann auch Informationen geben zu Förderprogrammen, wo wir diejenigen, die sich mit der Materie näher beschäftigen wollen, auch informieren können und insbesondere auch die Kontakte zu den Fachkundigen für das jeweilige Förderprogramm, für das jeweilige Projekt herstellen können.